Guten Abend. Guten Abend bei dieser Wiener Vorlesung. Herzlich willkommen Ihnen allen hier im Festsaal des Wiener Rathauses und vor den diversen Bildschirmen. Die Veranstaltung heute wird übertragen, live vom Stadtsender W24 und gestreamt auf YouTube. Kann man Vergangenheit reparieren und was kann das überhaupt bedeuten, Vergangenheit zu reparieren? Mit den verschiedenen Facetten dieses Themas beschäftigt sich die Vortragende des heutigen Abends seit vielen Jahrzehnten inzwischen. Herzlich willkommen, wir freuen uns sehr, dass Sie da sind, Frau Professor Leida Aßmann. Ich werde Sie dann natürlich noch genauer vorstellen, aber zuerst ein kurzer Überblick darüber, was Sie heute Abend erwartet. Frau Aßmann wird Ihre Thesen und Gedanken zum Thema in einem ungefähr 40 Minuten langen Vortrag präsentieren. Danach gibt es dann ein Gespräch mit ihr hier auf der Bühne. Und jetzt gleich bitte ich aber die Stadträtin für Kultur und Wissenschaft, Frau Veronika Kaub-Hassler, hier für die offizielle Begrüßung auf die Bühne. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Zuseherinnen im Livestream und natürlich im Fernsehen, die Wiener Vorlesungen sind seit 35 Jahren das Dialogforum für eine offene Gesellschaft und wirkliches Role Model der Wissenschaftsvermittlung in einer Welt im Umbruch. Wie kein anderes öffentliches Format in Österreich vermögen sie es, einen Austausch zwischen Intellektuellen, Spitzenforscherinnen aus den Natur-, Sozial- sowie Geistes- und Kulturwissenschaften, aber auch anderen Bereichen und einer breiten Öffentlichkeit herzustellen. Die Corona-Pandemie hat uns allen viel abverlangt, auch den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Doch nicht erst seit Beginn der Pandemie finden verstärkt alternative Wahrheiten und Wissenschaftsskepsis Eingang in den allgemeinen Diskurs. Um diesen Tendenzen etwas entgegensetzen zu können, ist ein Zusammenkommen wie jenes heute so enorm wichtig. Daher ist es mir eine ganz besondere Freude und Ehre, mit dem heutigen Vortrag von Frau Professor Aßmann das Wiener Vorlesungsjahr 2023 einläuten zu dürfen. Aleida Aßmann wurde durch ihre Arbeiten zu kulturellem Gedächtnis, Erinnerung und Vergessen, der Bedeutung unterschiedlicher Konzepte von Zeit, Geschichte des Lesens, Strategien des Vergessens, aber auch des Erinnerns. Diese Liste ließ sich noch seitenweise weiterführen, weit über die akademischen Grenzen hinaus bekannt. Seit 1993 ist sie Professorin und derzeitdem an verschiedensten prestigeträchtigen Universitäten rund um den Globus. Ihre präzisen Analysen verdeutlichen, was Gesellschaften innerhalb und über Grenzen hinweg zusammenhält, inwiefern es für diesen Zusammenhalt den Begriff, den Mythos einer Nation braucht und wie ein Verständnis des komplexen Prozesses, aus dem das kollektive Narrativ vom Werden einer Nation hervorgeht, den Blick auf die Differenziertheit und Widersprüchlichkeit der Wirklichkeit schärft und gleichzeitig die Menschen dazu bewegt, das Verbindende in den Vordergrund zu stellen und dem Mythos verfeindeter BürgerInnen einzelner Nationalstaaten die Stirn zu bieten. Sowohl ihre Arbeit als auch ihre persönliche Haltung zeichnen sie als Weltbürgerin und Humanistin aus. Vor dem Hintergrund des Jahrestages des furchtbaren Angriffskriegs auf die Ukraine, als eine autokratisch regierende Kriegstreiberklasse der ganzen Welt vor Augen geführt hat, welche Gefahr von einer selektiven Geschichtsdeutung und dem damit einhergehenden verzerrten Narrativ einer Nation ausgeht, könnte das Thema der heutigen Veranstaltung leider aktueller nicht sein. Ich hoffe, dass diesem Abend spannende und fruchtbare Diskussionen in kleineren und größeren Kreisen folgen werden. Vielen Dank. Ich freue mich auf Sie, Frau Professor Aßmann. Vielen Dank, Frau Stadträtin. Ich darf da jetzt noch ein bisschen ergänzende Vorstellung machen. Professor Leida Aßmann ist Anglistin, Literaturwissenschaftlerin,
Ägyptologie hat sie auch studiert und sie ist eine der angesehensten Kulturwissenschaftlerinnen Deutschlands, auch eine der bekanntesten Kulturwissenschaftlerinnen über Deutschland hinaus. Seit Jahrzehnten, die Frau Stadträtin hat es schon angesprochen, beschäftigt sie die Frage, wie kulturelles Gedächtnis entsteht, wie es sich verändert, was also in einer Gesellschaft gemeinsam erinnert wird oder eben nicht, vergessen und verdrängt wird und wie mit diesem kulturellen Gedächtnis auch Politik gemacht wird. Ihre besondere Liebe gilt und galt aber der englischen Literatur. 1993 wurde Aleida Aßmann auf den Lehrstuhl für Anglistik und vergleichende Literaturwissenschaften der Universität Konstanz berufen. Mit Forschungs- und Lehraufenthalten in den USA und vielen anderen Ländern hat sie dort ihren Lehrstuhl bis 2014 gehalten. Seither ist sie emeritiert von der Universität Konstanz. Von Ruhestand konnte und kann seither aber keine Rede sein. Aleida Aßmann bleibt aktive Forscherin. Weiterhin erscheint wie zuvor schon im Schnitt ungefähr alle 2 Jahre ein neues Buch von ihr. 2 aus der jüngeren Zeit möchte ich hier beispielhaft erwähnen und weil sie auch gut in das Thema des heutigen Abends passen. Das eine, erschienen 2018, Der europäische Traum, 4 Lehren aus der Geschichte, ist ihr Beitrag zu dem Unterfangen, das nationale Wir zu gestalten und das europäische Wir zu formen. Und das alles basierend auf den 4 Grundpfeilern Friedenssicherung, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, selbstkritische Erinnerungskultur und Menschenrechte. Und 2002 erschien dann Die Wiedererfindung der Nation, warum wir sie fürchten und warum wir sie brauchen, eine Frage, die uns heute Abend auch noch beschäftigen wird. Forschen und Schreiben bleiben für Aleida Aßmann also ebenso wichtig, wie sich an öffentlichen gesellschaftspolitischen Debatten zu beteiligen. Für ihre Arbeit wurde sie mit vielen renommierten Preisen geehrt, wieder 2 aus der jüngeren Auszeichnung, aus der jüngeren Zeit stellvertretend für viele. 2018 erhielt sie den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, gemeinsam mit ihrem Mann, dem Ägyptologen Jan Aßmann. Und ebenfalls gemeinsam mit ihrem Mann wurde Aleida Aßmann vergangenen September das große Bundesverdienstkreuz mit Stern der Bundesrepublik Deutschland verliehen für, und da zitiere ich jetzt den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier aus seiner Laudatio, für ihre herausragende Forschung zu Geschichtspolitik und zur Erinnerungskultur in unserem Land. Wie viel Politik in Geschichtsschreibung steckt oder stecken kann und wie Erinnerungskultur Gegenwart und Zukunft prägt, das wird gleich Ihr Vortrag deutlich machen. Frau Aßmann, bitte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich danke sehr für diese Freude und Ehre, hier an diese große Tradition der Wiener Vorlesungen anknüpfen zu dürfen. Und bei dieser Gelegenheit möchte ich auch an Christian Ehalt erinnern, der mir hier mehrfach Gelegenheit gab, oft noch sehr unreife Ideen vorzutragen, die dann aber mit Hilfe des Picus Verlags weiterentwickelt wurden. Ich danke heute Ihnen, verehrte Frau Kaup-Hasler, ganz herzlich für diese Gelegenheit, ebenso für liebe Frau Dahlheimer, als Moderatorin dieses Abends, dass Sie diesen Rahmen für mich geöffnet haben. Und ich muss sagen, einen schöneren Rahmen fürs Nachdenken über Themen, die uns gemeinsam etwas angehen, kann ich mir nicht vorstellen. Vielen Dank. Die Frage, kann man die Vergangenheit reparieren, ist schon einmal gestellt und verneint worden. Ich denke dabei an Walter Benjamin und sein Denkbild im Zentrum seiner geschichtsphilosophischen Thesen. Mittendrin steht dieser Engel der Geschichte vor uns und er würde das nämlich genau gerade gerne tun, aber es gelingt ihm nicht. Ich zitiere. Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heißt,
Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und ist so stark, dass der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm. Dieser Engel der Geschichte kann nichts mehr reparieren, denn er darf nicht verweilen, da er unablässig in Richtung Zukunft getrieben wird. Menschen können und müssen sich aber die Zeit nehmen und dieser Aufgabe widmen, auch wenn sie niemals das tun können, was sich der Engel vorgenommen hat, die Toten zu wecken und das Zerschlagene zusammenzufügen. In meinem Vortrag möchte ich mit Ihnen heute Abend darüber nachdenken, was Reparieren eigentlich im Zusammenhang mit der Geschichte heißen kann und welche Möglichkeiten und Grenzen mit diesem Projekt verbunden sind. Ich beziehe mich dabei auf konkrete Beispiele aus der Gegenwart und der Vergangenheit, die ungefähr 3 Jahre umfasst. Mein erstes Beispiel ist der 26. Januar und das ist der nationale Feiertag in Australien. Jedes Jahr zeigt sich an diesem Tag, dass die Deutungen dieses historischen Datums in der Bevölkerung weit auseinandergehen. Ein Teil feiert den traditionellen Australia Day und rühmt ihn als einen Tag, an dem die Geschichte des modernen Australiens begann. Für die weiße Bevölkerung begann diese Geschichte mit der Ankunft eines britischen Schiffs mit Gefängnisinsassen in der Bucht von Sydney im Jahr 1788 unter Captain Arthur Phillip. Der indigene Teil der Bevölkerung dagegen begeht den Australia Day als Invasion Day. Hier haben Sie ein Beispiel für dieses Reenactment in der Geschichte, das an diesem Tag passiert. Der indigene Teil begeht diesen Tag als Invasion Day. Dass Sie mit der nationalen Geschichte Ihre Probleme haben, kann nicht überraschen. Sie können nicht akzeptieren, dass Captain Cook Ihre Insel entdeckt und als Terra Nullius in Besitz genommen hat, die nachweisbar ja seit 60.000 Jahren von ihren Vorfahren bewohnt ist. Obendrein ist die Geschichte der Kolonisierung Australiens mit Blut geschrieben. Die Opfer, die Ureinwohner, kommen im Narrativ der weißen Bevölkerung nicht vor, obwohl die Fakten den Historikern gut bekannt sind. Kein Wunder also, dass die Feierlichkeiten des 26. Januar weiterhin von Protesten begleitet sind, denen sich inzwischen auch schon viele Weiße anschließen. Es gibt aber auch hoffnungsvolle Zeichen einer Überwindung der Spaltung durch Überwindung exklusiver Narrative. In den Feierlichkeiten des Nationaltags mischen sich inzwischen die heterogenen Perspektiven und Symbole. Vertreter der Aboriginals kommen zu Wort. Es gibt immer eine traditionelle Rauchzeremonie. Die Oper in Sydney leuchtet in den Farben der Aboriginal-Kunst. Gleichwohl erscheint das Nebeneinander der beiden Geschichten noch eher als ein folkloristischer Akt der Duldung, denn als ein Akt politischer Anerkennung.
Bis die Nation den Genozid in ihre Geschichte einschließt, werden wir nicht schweigen, sondern weiter protestieren, erklärt 2021 eine Teilnehmerin den Journalisten. 2 Jahre später sind die Stimmen der Demonstrantinnen noch deutlicher geworden. Es wächst der Druck, den Australia Day vom historischen Datum der Entdeckung oder Invasion zu trennen, um damit Raum für mehr als nur ein Narrativ zu schaffen. Mein zweites Beispiel ist der 4. Mai in Mexiko. An diesem Tag fand 2021 ein doppelter Gedenktag statt. Es ging um 300 Jahre spanischer Kolonialherrschaft und um 200 Jahre nationaler Unabhängigkeit in Mexiko. An diesem Nationalfeiertag bat die mexikanische Regierung das Volk der Maya offiziell um Entschuldigung für die Verbrechen, die seit der Eroberung des Landes durch die Spanier an ihnen verübt wurden. Vor 500 Jahren fiel die Aztekenstadt Tenochtitlan in die Hände der spanischen Kolonialmacht. Auf der Basis von Plünderungen und Sklavenarbeit entstand ein Dreieckshandel, der schwarze Menschen aus Afrika in die neuen Kolonien verschleppte und Gold und Silber, Färbestoffe, Baumwolle und Zucker nach Europa verschiffte und so den europäischen Kolonialismus befestigte. Präsident López Obrador sagte bei seiner Rede anlässlich des 500. Jahrestages, die Maya seien sowohl durch Einzelpersonen misshandelt worden, als auch durch nationale und ausländische Institutionen. Dies gelte für die 3 Jahrhunderte der kolonialen Herrschaft, aber auch für die 2 Jahrhunderte seit der Unabhängigkeit Mexikos. Der Präsident bezog seine Entschuldigung auch ausdrücklich auf den heutigen Rassismus und das gegenwärtige Leid der Maya-Bevölkerung. Warum hat man das alles so lange selbstverständlich hingenommen und warum schlägt erst jetzt, 500 Jahre später, schlägt man erst jetzt andere Töne an? Das könnte damit zusammenhängen, dass sich unser Zeitbewusstsein verändert hat. Das westliche Zeitbewusstsein war lange Zeit ausschließlich von der Modernisierungstheorie bestimmt. Diese ist mit einem Zeitregime verbunden, das, um es auf die allerkürzeste Formel zu bringen, die Vergangenheit als vergangen und erledigt abschreibt und alles auf die Karte der Zukunft setzt. Was immer in der Vergangenheit stattgefunden haben mag, das bedeutet, für das Leben in der Gegenwart und Zukunft besitzt es keinerlei Relevanz mehr. Darum kümmern sich höchstens noch die Historiker. Vergangenheit und Zukunft standen sich in der Modernisierungstheorie gegenüber, und zwar in einem Gegensatzverhältnis. Man musste sich von der Vergangenheit lösen, um den Blick in die Zukunft zu richten. Denn allein von ihr erwartete man sich Erneuerung, Veränderung, Verbesserung, mit einem Wort Fortschritt. Seit den 1990er Jahren ist nun die Dominanz dieses Zeitregimes der Moderne gebrochen. Der Politologe und Modernisierungstheoretiker Francis Fukuyama, ein Anhänger dieser Modernisierungstheorie, prophezeite zwar 1989 etwas voreilig das Ende der Geschichte, womit er damals den endgültigen Sieg des Kapitalismus über den Kommunismus meinte. Tatsächlich war es aber nur der Zusammenbruch des Zeitregimes der Moderne, die Rückkehr der Geschichte und der Anfang der Erinnerung. Es kehrte nämlich Deutschland zum Beispiel nach einem bleiernen Schweigen von 4 Jahrzehnten die traumatische Erinnerung der Überlebenden des Holocaust zurück, die nun massenhaft als Zeugen der Geschichte auftraten. Es war plötzlich offenbar, dass sich die Traumata der Vergangenheit nicht mit zeitlichem Abstand von alleine auflösen würden, sondern im Zustand der Verdrängung oder Zurückdrängung konserviert worden waren.
Das Ende des Kalten Krieges bedeutete nicht das Ende der Geschichte, sondern eher das Gegenteil. Im Osten erwacht die Geschichte. Essays zur Revolution in Mittel- und Osteuropa lautete damals ein Buchtitel von Frank Schirmacher im Jahre 1990. Es kehrten nämlich nicht nur die Erinnerungen an den Holocaust, sondern auch an den Zweiten Weltkrieg und Stalins Repressionen zurück, die in den neuen postsowjetischen Nationalmuseen wie Tallinn, Riga, Vilnius, Budapest und so weiter dokumentiert und ausgestellt wurden. Diese Museen bauten auf einem Opfernarrativ auf, das die Erinnerung an die kollektiven Leiden der Nation in den Mittelpunkt kollektiver Aufmerksamkeit und nationaler Erinnerung stellte und dabei die Erinnerung an die Kollaboration mit dem Hitler-Regime meist gänzlich ausklammerte. Die Formel für diese unerwartete Rückkehr der Geschichte hat der Historiker Ernst Nolte geprägt. Sie lautet: Vergangenheit, die nicht vergeht. Er bezog sich damit auf eine Anomalie, vielleicht auch auf eine Pathologie des Zeitbewusstseins. Die Normalität, das Zeitregime der Moderne, war gestört, weil sich Vergangenheit, die eigentlich vergangen sein sollte, plötzlich wieder aufdringlich bemerkbar machte. Und es ist sicher kein Zufall, dass damals auch ein neuer Begriff gleichzeitig, nämlich 1980, Einlass ins Handbuch der amerikanischen Psychiatrie fand. Und das war das Wort Trauma. Und dieses Wort bedeutet Erschütterung durch das Erleben von Gewaltereignissen, die sich eben nicht von selbst mit der Zeit auflösen, sondern unverarbeitet in der Psyche der Menschen fortdauern. Inzwischen ist man sich einig, inzwischen ist man sich einig, dass die Vergangenheit, auch wenn sie zeitlich weiter zurückliegt, noch unterschwellig über Generationen hinweg im Bewusstsein der Menschen nachwirken kann. Außerdem kann sie im kollektiven Gedächtnis durch Symbole präsent gehalten und in Narrativen weitergegeben und wieder in die Gegenwart zurückgeholt werden. In dieser Form stellt die Vergangenheit eine ganz wichtige psychische und kulturelle Ressource für individuelle, aber auch kollektive Identitätskonstruktionen dar. Ebenso unstrittig ist aber auch, dass die Vergangenheit zu unterschiedlichen, ja entgegengesetzten Zwecken mobilisiert werden kann. Zur Spaltung, Polarisierung, zur Mobilisierung von Gewalt, aber ebenso auch zur Anerkennung, zur Versöhnung und Überwindung von Gegensätzen. Das ist das Thema für uns heute, wie wir von der einen Form zur anderen übergehen können. Die Vergangenheit als solche definiert sich als das, was nicht präsent ist, und präsent heißt wörtlich vor den Sinnen und damit also auch nicht unmittelbar erfahrbar ist. Vergangenheit tritt also immer nur vermittelt in Erscheinung. Sie braucht Medien und kulturelle Formen der Präsentation und der eben Vergegenwärtigung. Nationalfeiertage und Museen sind solche Formen der Vergegenwärtigung, aber auch der Geschichtsunterricht und Denkmäler, Romane und Filme oder Theaterstücke. Denkmäler sind Symbole und Zeugen einer vergangenen Geschichte, die in die Gegenwart hineinragen. Sie verkörpern die Gegenwart einer Vergangenheit, die lange Zeit kein Gegenstand des öffentlichen Interesses war und, wie wir jetzt feststellen, nun plötzlich allgemeine Aufmerksamkeit findet und erregte Debatten auslöst. Ich verweise hier mal als eine Wiener Referenz auf das Denkmal von Dr. Karl Lueger. Das hätte sich Robert Musil nicht vorstellen können, der ja 1927 eine berühmte Glosse über die Unsichtbarkeit von Denkmälern schrieb. Und darin wunderte er sich darüber, dass Denkmäler, die im öffentlichen Raum aufgestellt werden, um Personen und Ereignisse in Erinnerung zu behalten, ja eigentlich das genaue Gegenteil bewirken. Sie werden von den Passanten automatisch übersehen
und sind, so sagt Musil, deshalb eher Monumente des Vergessens. Tatsächlich treten Denkmäler aufgrund ihrer zuverlässigen Präsenz und Gewöhnung in den Hintergrund. Und das bedeutet immer zugleich auch Aufmerksamkeitsentzug. Aber die Denkmäler verschwinden ja nicht einfach, so möchte ich Musil widersprechen oder antworten, sondern sie werden zu etwas anderem, zu einer Umwelt oder einer Infrastruktur der kulturellen und politischen Semantik, die den öffentlichen Raum grundiert und sicher durchzieht. Dass man sie nicht sieht, kann nämlich auch als eine Bestätigung für ihre gesicherte kulturelle Rahmung und normative Funktion gewertet werden. Denkmäler erfüllen ihre Funktion, wenn sie für das stehen, woran wir uns gerade nicht mehr täglich erinnern müssen. Im Zustand der Unbefragtheit und Hintergrunderfüllung sind sie dann nämlich die besten Garanten unseres kulturellen Orientierungsraums. Unsichtbarkeit darf also nicht mit Abwesenheit verwechselt werden. Sie stabilisiert Werke und Symbole und imprägniert sie gegen Eingriffe und Veränderungen. Das jedenfalls war die These von Niklas Luhmann, die ich jetzt Musil gegenüberstellen möchte, der nämlich für solche Vorgänge den Begriff Latenzschutz eingeführt hat. Für Luhmann ist Latenz ein, ich zitiere ihn, Struktursicherungsmittel, das Veränderungswiderstand bewirkt. Genauer gesagt, wenn Strukturen Latenzschutz benötigen, heißt dies nicht, dass Bewusstsein oder Kommunikation unmöglich wäre, sondern es heißt nur, dass Bewusstheit oder Kommunikation Strukturen zerstören bzw. erhebliche Umstrukturierungen auslösen würde und dass diese Aussicht Latenz erhält, also Bewusstheit bzw. Kommunikation blockiert. Das ist die etwas komplizierte Sprache von Luhmann, aber ich hoffe, Sie können mir und ihm folgen. Luhmann hat bei seinen Sätzen sicherlich nicht an Denkmäler gedacht, aber genau an denen zeigt sich heute die ganze Brisanz seiner Betrachtung. Die abrupte Rückkehr bestimmter Denkmäler aus der Unsichtbarkeit in die Sichtbarkeit, die wir im Moment und in den letzten Jahren erleben konnten und weiter erleben, diese Rückkehr hat ihren prekären Status gleich mit sichtbar gemacht, der Denkmäler. Was jahrhundertelang in der starren Kulisse der urbanen Umwelt und ihrer Symbolik verdeckt war, ist ganz plötzlich zu neuem Leben erwacht und bringt uns nun aufdringlich in Erinnerung, was wir vielleicht lieber vergessen hätten. Zum Beispiel etwa aber auch die beschämende Kolonial- und Sklavereigeschichte. Diese Rückkehr kann man als eine Mémoire involontaire bezeichnen, eine ungewollte Erinnerung. Das heißt, der Veränderungswiderstand des Latenzschutzes ist damit offensichtlich verbraucht. Eine besonders verbreitete, verdichtete und wirksame Form der Vergegenwärtigung von Geschichte ist das Narrativ neben dem Denkmal. Das Narrativ ist mehr als eine Erzählung, es ist eine Deutung der Geschichte mit einem normativen Anspruch. Wir sprechen heute viel von Narrativen, aber auch von nationalen Mythen und denken dabei an Erzählungen, in denen die verbindlichen Schlüsselereignisse der Nationalgeschichte zusammengefasst sind und sich das Selbstbild eines Kollektivs spiegelt. Ich möchte hier eine Formulierung. Genau. Das ist zunächst mal die Definition des Narrativs, das immer in eine Zukunft hinein gerichtet ist. Und hier ein Zitat von Jan Assmann, der Sie herzlich grüßen lässt, der geschrieben hat, in der kulturellen Überlieferung wird eine Gesellschaft sichtbar für sich und für andere. Welche Vergangenheit sie darin sichtbar werden lässt, sagt etwas darüber aus, was sie ist und worauf sie hinaus will. Das Wort Mythos
wird oft im Sinne von Lüge, Fiktion oder Konstruktion verwendet. Eine andere Bedeutung von Mythos stammt aus der Ethnologie. Dort steht der Begriff für fundierende Geschichte, mit der eine Gruppe ihr Selbstbild historisch begründet. Solche Mythen gibt es nicht nur in indigenen Gesellschaften, es gibt sie überall. Und deshalb ist es wichtig, von diesem Befund ihrer geschichtsmäßig mächtigen Wirkung auszugehen und nationale Mythen dann kritisch auf ihre integrativen oder ihre exkludierenden Effekte hin zu befragen. Narrative spielen gerade eine sehr wichtige Rolle in der gegenwärtigen Geschichtspolitik. Und deswegen möchte ich hier gleich über zwei verschiedene Trends sprechen, die sich diametral voneinander unterscheiden. Der eine Trend, den können wir als eine Politik des Stolzes bezeichnen. Diese ist ausschließlich auf die Betonung heroischer Ehre oder das Pathos kollektiven Leidens gegründet. Diese Geschichtspolitik hat die zentrale Aufgabe, nationale Identität zu stützen und zu überhöhen. Deshalb tendiert das Prisma des nationalen Gedächtnisses auch immer dazu, die Geschichte auf einen akzeptablen Ausschnitt hin zu verengen und diesen dann eben mythisch zu überhöhen. Der andere Trend kann als Politik der Reue oder Verantwortung beschrieben werden. Diese Gedächtniskonstruktion lässt auch das Bewusstsein eigener Verbrechen zu, was die Anerkennung von Schuld in der Vergangenheit und die Übernahme von Verantwortung in der Gegenwart ermöglicht. So selbstverständlich es immer schon war, die eigenen Opfer zu beklagen, die durch die Politik der anderen entstanden sind, so neu ist die Bereitschaft, auch diejenigen Opfer zu bereuen und zu betrauern, die durch die eigene Politik entstanden sind. Geschichte ist also weiterhin relevant für die Gegenwart und kann zum gemeinsamen Bezugspunkt für unterschiedliche Erfahrungen werden. David Blight, Historiker des amerikanischen Bürgerkrieges, hat auf diese grundlegende Ambivalenz von Mythen und Narrativen hingewiesen. Ich zitiere ihn: Einige Narrative, er spricht hier von Myths, werden gebraucht, denn sie stützen eine gute und wichtige kulturelle Orientierung. Andere sind auf bösartige Lügen gegründet und sind mächtige Instrumente des Hasses und der politischen Mobilisierung. Sein Beispiel sind hier die faschistischen Mythen der amerikanischen Südstaaten, die den verlorenen Bürgerkrieg überlebten und bis in die Gegenwart zur Heroisierung von Gewalt und Rassismus beitragen. Blight bezieht sich dabei auf eine toxische Geschichte, die noch nicht vergangen ist, sondern in öffentlichen Denkmälern in den USA und er sagt eben auf den Straßen von Charlottesville oder anderen Orten dieses Landes weiter glorifiziert wird und er vergleicht sie sogar mit den großen Paraden auf dem Reichsparteitag-Gelände in Nürnberg. Und hierzu noch ein paar Bilder, die auch die Wiedersichtbarwerdung von Denkmälern im öffentlichen Raum dokumentiert. Das ist das Denkmal des General Lee in Charlottesville und das ist sein endgültiger Abschied ein Jahr später. Vor diesem Hintergrund und der kulturellen und politischen Bedeutung von Narrativen stellen sich ganz wichtige Fragen. Und diese Fragen lauten, was für eine Gesellschaft stützen Sie? Also meine Frage ist nicht, gibt es sie oder gibt es sie nicht oder sind sie gemacht oder sind sie natürlich oder was auch immer. Die Fragen sind, was für eine Gesellschaft stützen Sie? Wer profitiert von Ihnen? Wer leidet unter Ihnen? Wer wird von Ihnen ausgeschlossen? Welche Zukunft ermöglichen Sie? Und vor allem auch, wessen Zukunft versperren Sie? Die Selbstbeschreibung der Nation hat sich lange Zeit dem Idealbild Heimat verpflichtet. Sie schuf einen homogenen Raum,
Das sehen Sie hier auch an der Beschreibung des Innenministeriums in Deutschland mit einer Wende, die das genommen hat. Sie schuf einen homogenen Raum, in dem die Bewohner in einem Territorium eine Sprache sprachen, eine Religion oder Kultur miteinander teilten und als Abkömmlinge einer gemeinsamen Geschichte sich imaginieren durften. Mit der Millenniumswende bekam Deutschland ein neues Staatsbürgergesetz, das die in Deutschland Geborenen automatisch zu deutschen Staatsbürgern machte. Und darauf reagierte die CDU umgehend mit dem Konzept einer Leitkultur, das verbindliche Inhalte der Dominanzkultur zusammenfasst. Ich zitiere einmal aus einem Papier aus dem Mai 2001. Grundlage des Zusammenlebens in Deutschland ist nicht multikulturelle Beliebigkeit, sondern die Werteordnung der christlich-abendländischen Kultur, die von Christentum, Judentum, antiker Philosophie, Humanismus, römischem Recht und Aufklärung geprägt wurde. Integration setzt voraus, dass diese Werteordnung akzeptiert wird. Mit diesem Konzept von Leitkultur sind für die Zugewanderten gewisse Schranken definiert. Aber es ist auch nicht die ganze Geschichte der Einheimischen. Humanismus, Aufklärung und so weiter sind natürlich vorbildlich, aber wo bleiben Kolonialgeschichte, Sklaverei oder Rassismus? Sind das Episoden einer Geschichte, die ein für alle Mal vergangen ist und mit der wir gar nichts mehr zu tun haben? So einfach ist es offenbar nicht, denn vieles davon ist ja noch präsent. Und wenn die Einheimischen das nicht sehen wollen, dann fällt es immer mehr den Zugewanderten auf. Ich möchte hier ein Beispiel aus der Stadt Konstanz einfügen. Dort wurde kürzlich über Nacht ein Buchstabe von einer Hauswand entfernt. Das M, das jetzt fehlt, ist inzwischen an einem sicheren Ort versteckt. Die betroffene Apotheke hat ihren Namen geändert und ist zur Ohrenapotheke geworden. Jeder allerdings schaut ganz anders auf dieses Bild. Als ich die Besitzerin nach ihrer Meinung fragte, sprach sie von Sachbeschädigung und Diebstahl. Diebstahl, es sei auch ein Verstoß gegen das Denkmalgesetz, denn der Schriftzug stamme ja aus dem 18. Jahrhundert. Sie erlebt den globalen Wandel eigentlich unvorbereitet als einen direkten Schock. Sie versteht die Welt nicht mehr und fühlt sich hier persönlich angegriffen. Was hier geschehen ist, ist jedoch nicht nur eine Ordnungswidrigkeit, sondern auch ein lokaler Denkanstoß im Rahmen des globalen Wandels. Für mich ist dieser zerstörte Schriftzug deshalb eher so etwas wie eine öffentliche Lektion, vielleicht sogar eine Geschichtsstunde. Und dass diese ferne Kolonialgeschichte auch etwas mit mir zu tun haben könnte, das wurde mir anschließend einer Ausstellung am 1. August 2021 in Konstanz deutlich. An diesem Tag, ich komme nochmal zurück, auf die Zeit, 1521, vor 500 Jahren, fiel die Stadt Mexiko Tenochtitlan in die Hände der spanischen Kolonialmacht. Durch Plünderungen und Sklavenarbeit wurden anschließend Gold und Silber, Färbestoffe, Baumwolle, Zucker und Perlen nach Europa verschifft. Bereits 5 Jahre nach dieser Eroberung von Mexiko reisten die ersten Konstanzer in die Karibik, um dort Handelsstützpunkte der Welser Gesellschaft für Gold, Stoffe und Sklaven zu etablieren. 1528 wurde Klein-Venedig besetzt, besser bekannt als Venezuela, und zwar zu einer Welser Kolonie. Die Ausstellung erzählte die ferne Geschichte der spanischen Eroberung aus der nahen Perspektive einer Konstanzer Familie. Die Ehingers brachten es also vor 500 Jahren zu großem Reichtum, weil sie am spanischen Hof eng mit Karl V. zusammenarbeiteten und in das lukrative Geschäft des Sklavenhandels einstiegen. Und deshalb hängen ihre Porträts, das sind sie, heute nicht in Konstanz, sondern hier in Wien im Kunsthistorischen Museum. Ich komme zurück zu meiner Ausgangsfrage. Kann man die Vergangenheit reparieren?
Ich möchte hier einen längeren Passus aus einer Rede zitieren, die Präsident Joe Biden am 1. Juni 2021 in Tulsa, Oklahoma, gehalten hat. Der Anlass war der 100. Jahrestag des Gedenkens an einen Lynchmord-Massaker, an dem er als erster Präsident der USA teilnahm. Bei diesem Anschlag wurden viele Schwarze getötet, 200 Häuser niedergebrannt. Er ließ 10.000 Menschen einer blühenden Gemeinde obdachlos und terrorisiert zurück. Dies waren Bidens Worte. Viel zu lange wurde die Geschichte dessen, was hier geschah, im Stillen erzählt und in Dunkel gehüllt. Aber nur weil die Geschichte schweigt, heißt das nicht, dass sie nicht stattgefunden hat. Die Dunkelheit kann zwar vieles verbergen, aber nichts auslöschen. Wir können uns nicht aussuchen, nur das zu lernen, was wir wissen wollen und nicht das, was wir wissen sollten. Wir sollten das Gute und das Schlechte, wir sollten alles wissen. Das tun große Nationen. Sie stellen sich auch den dunklen Seiten ihrer Geschichte und wir sind eine große Nation. Die einzige Möglichkeit, eine gemeinsame Basis zu schaffen, besteht darin, wirklich zu reparieren und wieder aufzubauen. Ich bin hier, um das Schweigen zu brechen, denn im Schweigen vertiefen sich die Wunden und, so schmerzhaft es auch ist, nur durch Erinnerung können Wunden heilen. Wir müssen uns gemeinsam dafür entscheiden, uns zu erinnern. Wir erinnern uns heute an das, was hier in Tulsa geschehen ist, damit es nicht mehr ausgelöscht werden kann. 4 Monate vor dieser Rede war das Wort reparieren schon einmal in der amerikanischen Öffentlichkeit zu hören gewesen. Und das war in dem Gedicht, das die Dichterin Amanda Gorman am 20. Januar 2021 zur Inauguration von Joe Biden vorgetragen hat. Mit bestechender Klarheit hat sie dabei über die Zukunft und die Hoffnungen ihres Landes gesprochen und dabei die Vergangenheit nicht ausgespart. Hier sind die beiden Verse aus ihrem Gedicht, die ich in Erinnerung rufen möchte. Erstmal auf Englisch. Being American is more than a pride we inherit. It's the past we step into and how we repair it. Amerikanisch zu sein ist mehr als ein Stolz, den wir erben. Es ist die Vergangenheit, in der wir einsteigen und was wir tun mit den Scherben. Gorman bringt hier auf engstem Raum die Geschichtspolitik des Stolzes mit der Geschichtspolitik einer verantwortungsvollen Erinnerung zusammen. Sie spricht mit diesen Zeilen direkt hinein bis in das zum heutigen Tag gespaltene nationale Gedächtnis der USA. Denn in der weißen Bevölkerung gibt es noch lange keinen Konsens darüber, dass sie sich dem Gedenken an die schwarzen Opfer ihrer gemeinsamen Geschichte anschließen sollte. Noch einmal Biden, wir können uns nicht aussuchen, was wir wissen wollen und was nicht. Wir sollten das Gute, das Schlechte, alles kennen. Auch hinter seinem Appell steht der ethische Imperativ der Reparatur. Es geht um die Überwindung einer tiefen Spaltung in der Gesellschaft. Es geht um eine gemeinsame Basis. Es geht um Reparieren und Wiederaufbauen. Als Biden versprach, er werde sicherstellen, dass die Amerikaner die Geschichte von Tulsa in ihrem vollen Umfang kennen, ahnte er aber nicht, was das für ein schwieriges und langwieriges Projekt sein würde, auf das er sich einließ. Denn die Veränderung des Narrativs bedeutet eine Veränderung des nationalen Selbstbildes. Und um das zu ändern, braucht es mehr als ein eindringliches Wort von der Regierungsspitze. Es braucht den gemeinsamen Willen der Gesellschaft und den gibt es bisher nicht. Warum? Das hat uns Nietzsche schon ganz klar erklärt. Das habe ich getan, sagt mein Gedächtnis. Das kann ich nicht getan haben, sagt mein Stolz und bleibt unerbittlich. Endlich gibt das Gedächtnis nach. Und hier sind wir wieder bei der Frage nach den Narrativen. Bleibt es bei den Narrativen des Stolzes oder kann man sie auch umbauen, damit auch historische Aufklärung und Verantwortung zu Worte kommen?
Eine komplexere amerikanische Konflikt- und Beziehungsgeschichte könnte den Zusammenhalt der Gesellschaft stärken, indem sie die weißen Amerikaner dazu befähigt, die eigene Gewaltgeschichte besser kennenzulernen und sich von Mythen der Gewalt und Überlegenheit eben auch kritisch zu distanzieren. Und das wiederum könnte die Anerkennung und die Partizipationschancen der schwarzen Communities grundsätzlich verbessern. Der Autor Ralph Ellison schrieb bereits 1953, eine Nation muss sich definieren und Minderheiten haben die Verantwortung, ihre Ideale und Bilder als Teil des Gesamtbildes einzubringen, das die Amerikaner von sich selbst schaffen. Ob es 70 Jahre später nun wirklich dazu kommt, ist allerdings immer noch sehr fraglich, denn die Entscheidung darüber hängt in einer Demokratie von der Gesellschaft, ihrer Politik und eben letztendlich vom Willen der Wähler ab. Die Manipulationen des Wahlrechts, was die Behinderung schwarzer Wähler anbelangt, lassen hier nichts Gutes erwarten. Das Schweigen der Geschichte wird anhalten. Denn es gibt derzeit keine Chance, für eine als beschämend empfundene Geschichte Gehör zu finden. In einigen Südstaaten wurde ein Gesetz gefordert, dass die Lehrer ihren Schülern keine historischen Materialien mehr zumuten dürfen, die bei diesen Gefühlen der Unbehaglichkeit auslösen könnte. Und genau dieses Anti-Woke-Gesetz hat der republikanische Präsidentschaftskandidat Ron DeSantis und gerade wieder auf seine Fahnen geschrieben. Ich komme zum Schluss. Eine Nation muss sich definieren, schrieb Ellison. Früher gab es dafür den Begriff des Nationalgefühls. Hans Magnus Enzensberger sprach 1967 vom Nationalgefühl als Scheinbild der Nation, dass jedermann ein präfabriziertes seelisches Möblement zur Verfügung stellt, in dem er sich preiswert einrichten kann. Also eine Art IKEA. Dieses Mobiliar ist aber nicht unverrückbar. Manches wird umgestellt und ausgetauscht. Und es ist genau diese Erfahrung, die wir gerade im öffentlichen Raum machen. In der Nationsforschung hat man den Begriff des Nationalgefühls längst durch eine Formel von Benedict Anderson ersetzt, der Nationen als imaginierte Gemeinschaften, als imagined communities definiert hat. Wie imaginiert sich eine Nation? Geschichte hört ja nicht einfach auf, wenn sie vorbei ist. Sie geht in Gebäuden, Straßennamen, Denkmälern, in die gebaute Umwelt ein und bleibt damit in Ausschnitten und Symbolen weiterhin präsent als Teil der Lebenswelt und Identität einer Nation. Aber auch eine unaufgearbeitete Geschichte, Gewaltgeschichte, wird unbewusst über Generationen hinweg in den Körpern von Opfern wie Tätern weitergegeben und schlägt sich in Haltungen, Praktiken und Anschauungen nieder. Die Vergangenheit ist nicht tot, schrieb bereits William Faulkner. Sie ist noch nicht einmal vorbei. Und sein Kollege James Baldwin ergänzte, ihr Weißen, hört mich an, Geschichte, was niemand zu wissen scheint, ist nicht nur etwas zum Lesen. Und sie bezieht sich auch nicht vordringlich auf die Vergangenheit. Im Gegenteil, die große Kraft der Geschichte rührt von der Tatsache her, dass wir sie in uns tragen. Durch rassistische, faschistische oder antisemitische Narrative und Symbole werden Haltungen erneuert und verstetigt, die historisch längst besiegt wurden. Überwindung wird aber erst möglich, wenn sich eine Gesellschaft selbstkritisch damit auseinandersetzt und solche problematischen Narrative auf deren Werte und Überzeugungen überprüft, um sie dann auch zu widerrufen und symbolisch zu beenden. Denn ein selbstkritischer Umgang mit der Vergangenheit im Sinne dieses Nie wieder kann in der Gesellschaft gemeinsame Maßstäbe setzen und damit zur Befriedung von Gewalt beitragen. Wo dies aber nicht geschieht, kann die Geschichte immer wieder politisch instrumentalisiert werden und Gewalt mobilisieren. Kann man die Vergangenheit reparieren? Mit Sicherheit kann man sie nicht verändern. Aber was man noch ändern kann, ist unser Verhältnis zu ihr. Das Narrativ. Ich wollte deutlich machen, dass wir die Spannungen und Spaltungen in der gegenwärtigen Gesellschaft nicht angemessen erfassen können
ohne einen Blick auf die traumatischen Geschichten und heterogenen Narrative, die langfristig nachwirken. Geschichte ist nämlich nicht einfach vorbei, sondern wird besonders dann zu einem Problem, wenn sie von unterschiedlichen Gruppen gegensätzlich erfahren, bewertet und erzählt wird. Die hier vorgestellten Beispiele sollten zeigen, dass Gesellschaften übergeordnete Regeln für den Umgang mit der gemeinsamen Geschichte gut gebrauchen könnten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Aßmann, für diesen, glaube ich, in ganz, ganz vielerlei Hinsicht anregenden Vortrag. Ich würde Sie und uns jetzt gerne einladen, ein paar der Gedanken, die Sie da angeführt haben, weiterzudenken, und zwar aus der Vergangenheit in Richtung Gegenwart und Zukunft unter einer Überschrift, die auch ein Zitat von Ihnen ist, nämlich die Zukunft beginnt mit Erinnern. Sie haben zuletzt einige Beispiele auch von nationalen Narrativen gebracht. Ich würde Sie gerne eingangs nur zum Verständnis fragen, diese Einheit der Erinnerungskultur oder auch für das Reparieren der Vergangenheit, wie Sie das meinen, was ist denn das? Was ist die Imagined Community? Sie haben jetzt zum Schluss, wie gesagt, von nationalen Narrativen gesprochen. Ist die Einheit die Nation? Also die Erinnerung ist ja nicht einheitlich, deswegen habe ich ja heute Abend diesen Vortrag gehalten. Im Gegenteil, gibt es in der Gesellschaft immer sehr, sehr viele Gruppen, die vieles ganz anders erlebt haben. Und das wird auch in Zukunft noch heterogener werden. Von der Einheit sprach ich nur mal kurz, als ich noch sozusagen an dieses nostalgische Bild von Heimat dachte, an das dieses Innenministerium von Herrn Seehofer vielleicht anknüpfen wollte, dass pro Nation also sozusagen alles einheitlich läuft. Das ist aber natürlich in dieser Weise nie gewesen. Und die Zukunft sieht für uns auch ganz anders aus. Denn wir leben in einer diversen Gesellschaft, in der nun auch in die Menschen hinein wachsen und sich einbringen wollen, die ihre Geschichten mitbringen, die ihre Geschichte auch in dieser Gesellschaft erleben und die sich in dieser Gesellschaft auch nur sozusagen integrieren und auch heimisch fühlen können, zugehörig fühlen können, wenn ihre Geschichte auch Teil der Gesellschaft wird. Und von daher ist es eigentlich eher der Impuls jetzt, darüber nachzudenken, wie wir diese heterogenen Narrative, mit denen wir es zu tun haben, so aufeinander beziehen, dass sie integrierend wirken und nicht spaltend wirken. Die Frage war nicht gemeint auf ein einheitliches Narrativ einer ganzen Nation, sondern eben welche, sozusagen wie viele heterogene oder welche heterogenen Narrative setzt man zusammen, welche Gesellschaft schaut man sich an? Und ich frage das natürlich auch vor dem Hintergedanken eines Ihrer letzten Bücher, das ich in der Anmoderation schon erwähnt habe, die Wiedererfindung der Nation. Das mag ja im ersten Moment eigenartig klingen, wo wir umgeben sind vom Wiedererstarken diverser Nationalismen, die Sie dann auch gerne als kollektive Egoismen bezeichnen. Vor diesem Wiedererstarken von Nationalismen reden Sie der Nation sozusagen das Wort, indem Sie sagen, es wäre schon lohnend, diese Nation mal wieder zu stärken. Und Sie zitieren dafür, ich würde das ganz gerne da auch noch anbringen, Sie zitieren dafür in Ihrem Buch eine amerikanische Historikerin, Jill Lepore, die hat das zwar im Zusammenhang mit Amerika, aber auch im Hinblick auf die Nation 2019 geschrieben, im Zeitalter der Globalisierung und der kosmopolitischen Eliten scheint die Nation ein obsoleter Begriff geworden zu sein. Eine Vokabel, deren Gehalt sich auf dem Weg zur Weltgesellschaft historisch überlebt hatte. Eine Parole der Reaktion. Doch in einer Welt, die nach wie vor aus Nationalstaaten besteht, bleibt die Nation der verlässlichste Garant für Recht und Gesetz und das wirkungsvollste Instrument, um die Macht der Vorurteile, Intoleranz und Ungerechtigkeit zu bekämpfen. Wer den Liberalismus gegen die autoritäre Welle unserer Zeit verteidigen will, der muss
die Nation neu denken. Der muss die Nation neu denken. Wie sollen wir die Nation denken, auf die Sie sich jetzt auch so oft bezogen haben? Ja, also dieses Buch von Jill Lepore ist 2019 erschienen und ich hätte gerne diese Sätze gleich auf meinem Cover gehabt, weil die so sehr gut dorthin geführt haben. Aber ich habe auch andere Denker hinterher entdeckt, wie Dahrendorf etwa, der auch in diese Richtung geht. Ich muss aber zunächst mal sagen, ich will nicht einfach den Begriff der Nation zurückholen, auf keinen Fall, sondern ich will eine Unterscheidung einführen, die in dem Reden über Nation nie gemacht wird und die aber ohne den bringt das gar nichts. Und diese Unterscheidung ist die zwischen, ich nenne es den militanten Nationalstaat und dem zivilen Nationalstaat. Der militante Nationalstaat ist beste Beispiel Hitler-Deutschland, also der wird stark durch Ausgrenzung von Minderheiten, also Vernichtung, braucht ganz starkes Feindbild, kann eigentlich nur im Kriege existieren, das ganze Existenz ist Kriegswirtschaft und so weiter. Also das ist die ultramilitante Nation und deswegen ist es auch völlig klar, warum die Deutschen mit diesem Begriff gar nichts mehr am Hut haben wollen. Es ist völlig verständlich, aber es ist auch ein bisschen gefährlich. Sie haben gerade das Wort, oder bei Lepore kommt es vor, Weltgesellschaft. Ich habe Luhmann ja zitiert oder auch Ulrich Beck, Soziologen wie die, haben ständig von Weltgesellschaft gesprochen, gingen davon aus, dass wir tatsächlich, alles ist, die Grenzen sind überschreitbar geworden, alles vereint sich, wir sind in einer großen einheitlichen Globalisierungswelt als Weltgesellschaft verbunden. Nun ist das inzwischen kein plausibler Begriff mehr. In dieser Weltgesellschaft ist es, glaube ich, noch niemand angekommen, sondern wir haben eine andere Seite der Globalisierung erlebt, dass nämlich die Grenzen Gegenstand von neuen Aktivitäten geworden sind, also Migration. Es ist, was wir sehen, ist im Moment die andere Seite der Globalisierung, nicht die grenzenlose Entschränkung des Globus, sondern die Zunahme an Gewalt, Differenz und Kollisionen. Und vor diesem Hintergrund ist es ganz wichtig, das Projekt der EU nochmal stark zu machen. Das steckt ja hinter meinem Nationsbegriff. Die zivile Nation ist für mich die Verbindung von Nationalstaaten, die sich, und zwar viele hatten Recht dazu, weil sie Diktaturen waren, die in der EU zusammengefunden haben, sehr, sehr viele, einschließlich Frankreich, mit der ja auch eine Kollaborationsregime aufgebaut hatte. Also, dass sie sich auf einer neuen demokratischen Basis zusammenfinden, ich würde es mal fast nennen, einen wie diesen Rütli-Schwur einer Eidgenossenschaft, das ist die EU, dass man nicht wieder zurück gleitet in diesen nationalen militanten Modus, der sofort für die Minderheiten gefährlich wird. Das wäre die exkludierende, homogene, ethnisch homogene Nation. Das ist die brandgefährliche Nation. Und wir haben auch Zwischenformen von Nationalstaat, wo eben Rechtsstrukturen abgebaut werden, auch in der Nation. Das sind alles Gefahren, die permanent passieren. Und deswegen halte ich die EU für einen so unglaublich wichtigen Verbund, weil es zum ersten Mal in der Geschichte so etwas ist wie ein Versicherungssystem der Erhaltung von Rechtsstaatlichkeit und auch der Betonung von Menschenrechten. Denn die EU ist auch mit einer Neuartikulation der Menschenrechte aufgetreten und in diesen Menschenrechten stecken auch noch mehr Menschenrechte als in den USA etwa. Also wer in der EU mitmachen will, muss die Todesstrafe abschaffen. Also solche Dinge zeigen, dass wir über Nationen nur reden können, wenn wir uns erstmal darüber verständigen, dass es diese zwei verschiedenen Formen gibt. Und ich möchte einfach die zivile Nation gegenüber ihren Verächtern schützen und stärken, weil die Verächter sind die Kosmopoliten, die sagen, das haben wir alles hinter uns, brauchen wir nicht. Aber ich sehe, dass die Realität etwas anders aussieht. Im Gegenteil ist die Nation sehr anfällig dafür, dass sie entgleitet und deswegen muss man sie stärken.
Deswegen gibt es dann auch die verschiedenen Ansätze, wie Sie es gezeigt haben, auf nationaler Ebene eine Erinnerungskultur zu pflegen und zu betreiben, die die vielen heterogenen Narrative zusammenbringt. Wie versuchen wir es konkreter zu machen? Sie haben zwei Beispiele gezeigt, den Unabhängigkeitstag in Australien und den in Mexiko. Wenn wir jetzt nach Europa zurückkommen, was ist denn, ich fange die Frage noch einmal anders an, Entschuldigung, der Punkt, an dem Sie angefangen haben, sich professionell mit Erinnerungskultur zu beschäftigen, war der deutsche Historikerstreit. Also ganz, ganz, ganz kurz und grob zusammengefasst in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre, der Streit darüber, welchen Platz der Holocaust im Gedächtnis, im kulturellen Gedächtnis Deutschlands haben soll. Was sind denn, und das hat eine lange Debatte ausgelöst, was sind denn heute so die Punkte, wo Sie sagen, da finden die größten Debatten zwischen ganz unterschiedlichen Herangehensweisen statt? Vielen Dank, das ist eine tolle Frage. Und während Sie reden, ist mir klar, dass das, was in den 80er Jahren für mich aufregend war und eigentlich zu der Theorie und diesen ganzen Arbeiten geführt hat, mit denen ich mich beschäftige, dass wir jetzt eigentlich eine Wiederholung dieser Struktur haben. Wir haben ein zweites Zurückkehren von Vergangenheit aus dem Off, ja, erleben wir gerade. Und das ist eine sehr viel längere Vergangenheit, eben eine 500-jährige Vergangenheit einer Kolonialgeschichte. Und dieses Thema ist nicht wirklich da. Also seit, ich meine, würde man sagen, die letzten, für mich überhaupt erst seit den letzten 5 Jahren immer deutlicher geworden. Und in Deutschland haben wir ein Bauwerk, was uns dieses Thema so ganz plastisch vor Augen stellt. Und das ist das Humboldt-Forum. Das Humboldt-Forum zeigt wirklich für eine Erinnerungsforscherin etwas ganz Kurioses, dass nämlich zunächst einmal, da stand der Palast der Republik, das war die DDR-Geschichte, das war das Zentrum, an dem hätten auch viele noch ihre Erinnerungen knüpfen können. Es war ihre Vergangenheit und dass diese Zukunft beendet wurde, wurde damit also dramatisch sozusagen demonstriert, als dass dieses Gebäude beseitigt wurde und an die Stelle ein Wiederaufbau eines preußischen Schlosses trat. Also für das neue Hauptstadt Berlin, des Vereinigten Deutschlands, kam nun sehr viel preußischer Glanz dazu. Und man hat ausgesprochen auf die Karte einer Geschichtsdeutung des Stolzes gezählt und wollte sich eben, imaginierte sich wiederum als Weltstadt, war immer die Rede. Und dann war so viel Platz da, dass man einen Trakt als Humboldt-Forum abgetrennt hat und gesagt hat, wir könnten das zu einem Museum machen und was haben wir für Dinge. Und dann stellt sich fest, wir haben 500.000 Objekte in den ethnologischen Sammlungen, dann stecken wir doch das da rein. Und plötzlich waren diese Dinge in diesem Humboldt-Forum und es gab eigentlich keinen Kommentar. Warum haben eigentlich die deutschen Museen 500.000 Objekte? Wann ist das alles angesammelt worden? In Dahlem hat sich das niemand angeschaut, es wurde nicht besprochen. Also da haben wir die Beispiele dieses gesellschaftlichen Absinkens. Spezialisten wissen das alle, aber mit der Gesellschaft hat das nichts zu tun und mit mir doch auch nicht. Und wenn ich erzählt habe, dass diese Ausstellung in Konstanz nun plötzlich meinen Blick erweitert und auf diese 500 Jahre jetzt verlängert, dann ist das auch wieder ganz kurios. Warum haben es die Stadthistoriker nicht vorher erzählt, dass die Ehingers hier schon sozusagen eine Kolonialgeschichte begonnen haben? Denn Kolonialgeschichte beginnt nicht mit Imperien, sondern bereits mit Handlungsreisenden. Und das waren die. Und die haben einfach sehr viel Geld gemacht. Und in allen deutschen Städten, meistens in denen, die an der Küste waren, gibt es natürlich solche Geschichten. Und in diesem Falle geht die auch über die Schweiz hinweg nach St. Gallen und Augsburg, da könnte man einiges erzählen. Aber das wurde nicht erzählt. Warum? Diese Verträge mit Karl dem V. Sind alle auf Spanisch. Und kein deutscher Stadthistoriker hat Spanisch in seinem Fächerkanon. Aber meine Kollegin, die ist Romanistin und Spezialistin für südamerikanische Literatur, kann natürlich Spanisch und geht in diese über
überall liegen diese Quellen herum. Also es ist, man musste gar nicht schürfen, es ist einfach so offensichtlich da. Aber es gab halt einen Rahmen und dieser Rahmen ist immer das Entscheidende. Da dreht es sich. Was sieht man nicht? Es ist immer dann der Moment, wenn sich der Rahmen bewegt, dass man etwas Neues sehen kann. Vorher ist man wirklich, bleibt man in dem Gehäuse stecken. Und in diesem Fall wurde der Rahmen plötzlich gedreht. Aber ich muss auch sagen, es gab wieder eine ganz starke Gegenbewegung, dass man das, nachdem es dann dort war und öffentlich war und sichtbar war, trotzdem immer noch nicht sehen wollte. Ja, das war eine Geschichte, die wollten die Konstanzer nicht hören und haben sie nicht gut gefunden. Und deswegen hat man auch irgendwie beckmesserisch Kritik geübt, jedenfalls nicht unterstützt. Wir sind immer noch darum dabei, sie in die Schweiz zu bringen und vielleicht auch mal ins Humboldt-Forum. Also es ist ganz mühsam zu arbeiten an diesem Thema. Und das wiederum ist aber genau der Gegenstand meiner Faszination, weil ich ja immer sage, Erinnern gibt es nicht ohne Vergessen. Und so ein Widerstand oder Beharrungsvermögen, Sichtbarkeit, Unsichtbarkeit, also das sind alles Dinge, die man im Moment täglich studieren kann. Sie haben jetzt als Beispiel den Kolonialismus gebracht. Ähnliche Geschichte erlebt das Weltmuseum Wien oder hat es erlebt. Auch da gibt es sicher einige Spezialistinnen und Spezialisten, die sich damit schon lange beschäftigen. Wann macht so eine, sagen wir mal, akademische Debatte Ihrer Erfahrung nach, oder was braucht es, dass so eine akademische Debatte den Schritt in die Bevölkerung macht und in einer Gesellschaft wirklich eine kollektive Veränderung des Gedächtnisses hervorruft? Ja, das ist sehr wichtig, was die Medien dazu beitragen, aber es kann auch sehr leicht dazu kommen, dass dann ein Thema so stark sich ausbreitet, dass das wirkliche Wissen und Forschen und sich selbst damit auseinandersetzen. Und damit meine ich, dass Kolonialgeschichte jetzt nicht nur ein Thema für die Historiker ist, die haben das natürlich alles längst erarbeitet, sondern es ist eigentlich eher etwas für die Städte, weil ja in jeder Stadt diese Geschichte anders abgelaufen ist. Und diese Geschichte für mich schließt natürlich auch ganz stark die Nachgeschichte des deutschen Kolonialreiches. Das endete ja mit dem Ersten Weltkrieg, gingen ja die Kolonien alle verloren. Aber für die Deutschen wäre eigentlich wichtig zu wissen, dass diese Kolonialgeschichte danach eigentlich erst in ihre heroische Phase trat. Und das ist wiederum genau dasselbe wie bei den Südstaaten. Nachdem die Südstaaten den Bürgerkrieg verloren haben, erst in den, das war ja in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts, aber erst in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts haben sie ihre Denkmäler gesetzt. Also sie haben sich nicht zufrieden gegeben mit der Geschichte, sie haben sie einfach fortgesetzt. Und genau das passierte dann in den 20ern, 30er Jahren, also Hitler hat ja die Kolonialgeschichte nicht noch mal großgeschrieben, sondern er hat das ganze koloniale System auf Europa dann ausgerichtet und hat einfach die europäischen Nachbarn kolonisiert und mit entsprechenden rassistischen Stereotypen überzogen, also eine Gewalt, die eigentlich aus der Kolonialgeschichte heraus deutlich herauskommt und in gewisser Weise weitermacht, in ganz neuen Dimensionen. Aber dass es eben diese Kontinuität gab zunächst einmal und dass es in den Städten immer noch vollkommen sichtbar ist, und weil es diese Ablenkung auf andere Teile der Geschichte gibt. Ja, man kann nicht so komplett immer alles erinnern, irgendwas ist immer, bleibt draußen, aber in diesem Fall, glaube ich, wird es ganz anders werden, weil man eher jetzt auch die NS-Geschichte in einem anderen Zusammenhang sehen wird. Man wird das vielleicht als eine Vorgeschichte des Rassismus, dann in Antisemitismus übergehend, oder auch der Gewalt, vor allem auch die Sklavenarbeit der in der NS-Zeit, also die Versklavung von so vielen Nationen, die Zwangsarbeit machen mussten. All das sind ja auch Formen, die wir kennenlernen können in früheren Zeiten und die uns dann ein vollständigeres Bild ermöglichen.
Ich möchte jetzt einen Sprung machen. Wir haben uns vor gut eineinhalb Jahren in einem ganz anderen Rahmen zu einem Gespräch getroffen. Und damals haben Sie erzählt von etwas, das Sie seit ungefähr zwei Jahren beschäftigt, nämlich die Wahrnehmung, dass wir in einer Zeit leben, in der es so viel Wandel gibt wie noch nie. Als wir darüber gesprochen haben, das war noch vor Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine, also vor auch dem Diktum der Zeitenwende, aber schon damals haben Sie gesagt, das, was in den letzten paar Jahren passiert ist, Migrationsbewegungen, Populismen, die Demokratien gefährden, das Anthropozän und die Klimakrise, da ist überall so viel Wandel auf einmal, wie noch nie zuvor war. Sagen Sie als jemand, der Nachkriegsdeutschland erlebt hat, den Fall der Mauer und die Entstehung der EU erlebt hat. Da ist jetzt also so viel Wandel wie noch nie. Und was außerdem Neues an diesem Wandel ist, mit diesem Wandel kommt, also der ist krisenbehaftet, mit diesem Wandel kommt kein implizites Fortschrittsversprechen daher. Von den multiplen Krisen, mit denen wir zu tun haben, ist auch bei jeder Gelegenheit zurzeit die Rede. Wenn ich das jetzt entgegenhalte, Ihrem Plädoyer für eine sorgfältige Erinnerungskultur, dann muss ich fragen, angesichts all dessen, was uns da jeden Tag andauernd beschäftigt, an krisenhaften Dingen, wie und wo und welche Art von Erinnerungskultur können wir uns da nutzbar machen, um mit diesem Wandel besser umzugehen? Sie haben eben, vielen Dank, tolle Frage wiederum, schwierig gesagt, da ist kein Fortschritt mehr drin. Ja, also davon habe ich ja, ne? Genau, davon habe ich auch gesprochen, dass dieses Zeitregime der Moderne, in dem ich ja vier Jahrzehnte aufgewachsen bin, das war das Einzige, was ich um mich hatte, und dass das zusammenbrach, habe ich ja biografisch erlebt, und deswegen hat es mich auf diese andere Fährte gesetzt. Aber ich würde mal sagen, unser Fortschrittsbegriff ist viel zu eng. Und wenn wir ihn in diesen Rahmen dieses Zeitregimes einpacken und sagen, das ist Fortschritt. Ich glaube, wir haben inzwischen einen reiferen Begriff von Fortschritt, der nicht dieses kindlich verkürzte Zeitkonzept hat, dass von der Zukunft alles kommen muss. Und wir erwarten immer mehr und mehr, und alles, was vorbei ist, ist vorbei. Das ist sozusagen der große Abverlaufen der Geschichte, den wir hinter uns auftürmen. Benjamin hat ja schon dagegen revoltiert, als er von den Trümmern sprach, die wir Fortschritt nennen. Also das ist eigentlich ein Segen, dass wir das los sind. Nicht, dass wir nicht auch einen Modernisierungsfortschritt weiterhin brauchen, was Wissenschaft und Technik angeht. Wir sind viel zu angewiesen darauf, wir können das nicht abstoppen, aber wir können diesen Fortschritt inzwischen anders rahmen und einbetten, und wir können auch ein ganz anderes Konzept von Zukunft inzwischen entwickeln, und das ist eben die nachhaltige Zukunft. Wir haben die Möglichkeiten umzustellen, ja, von der Verbrauchszukunft, die ständig die Ressourcen aushöhlt, und hin auf eine nachhaltige Zukunft. Und damit meine ich nicht nur die Ressourcenfrage, sondern auch die soziale Frage. Wir haben auch durch die Erinnerung und durch die Neubewertung von Vergangenheit die Möglichkeit, die Vergangenheit selbst als eine Ressource der Erneuerung zu sehen und damit eben auch gespaltene Gesellschaften zu verbinden und zu vereinen. Wir können uns geradezu vorstellen, dass das friedlichere Gesellschaften sind, wenn sie diese Dinge gemeinsam bearbeitet haben. Es ist praktisch eine therapeutische Qualität, die das gewinnt auf der Ebene der Gesellschaft, die Auseinandersetzung mit einer Vergangenheit, die man dann wirklich zum Gesetz der einer besseren Zukunft machen kann. Das ist ja das Prinzip. Also Fortschritt in diesem Sinne, würde ich sagen, ist unbedingt drin, und es ist sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, gerade bei diesen Zeitkonzepten, an diesen zu arbeiten und immer zu fragen, wessen Zukunft wird gerade zerstört, welche Zukunft ist dauerhaft und ist eine Zukunft für alle, die niemand ausschließt und nicht auf Kosten anderer geht. Ich muss noch hinzufügen, dass der Siegeszug dieses Fortschrittsregimes der Moderne natürlich der Kapitalismus ist. Es ist ein ungezähmtes Kapital sozusagen, was sich da selbst optimiert.
Und in dem Maße, in dem man das einhegt und damit auch die Differenz zwischen Reich und Arm stärker nivelliert, kann man eben auch Gewalt und Leid viel besser in den Griff bekommen, wenn man es denn wollte. Ganz viele Dinge, die Sie da jetzt angesprochen haben. Kapitalismuskritik, die das Soziale in den Vordergrund zu stellen, eine nachhaltige Zukunft zu machen, das auch wiederum die Frage, das sind ja einerseits alles keine Dinge, die nicht schon seit vielen Jahren sehr intensiv diskutiert würden. Die Frage, die sich auch im Anschluss an Ihren Vortrag für mich stellt, ist, wie verstärkt man diese Debatten? Wie bringt man diese Debatten in einer konstruktiven Art und Weise aus der vielleicht noch recht akademischen Blase heraus? Also ich denke, was sich an dieser Debatte geändert hat, ist, dass die Kategorie der Zeit und der Erinnerung eine ganz neue Rolle spielt. Also mein Beitrag, die Erinnerung da einzubauen in diese ganze Frage, ist ja nun nicht unbedingt, also in den akademischen Disziplinen nicht so stark verbreitet, aber es ist in der Gesellschaft ist es eigentlich sehr viel stärker angekommen als an den Unis. Und wir hatten gerade am Wochenende in Berlin ein Gespräch mit zwei schwarzen Künstlerinnen und Aktivistinnen zum Thema Zeit. Und wir haben festgestellt, dass dieses Thema Zeit eine ähnliche weltumspannende und auch über die, sagen wir mal, akademischen Disziplinen, die ja alles immer wieder so einhegen und Zuständigkeiten verteilen und so weiter, hinausgehende Kraft haben könnte, die Zukunft neu zu imaginieren. Und zwar gehen die ganz einfach davon aus, aus ihrer eigenen Erfahrung, dass in dieser Zukunftsfortschrittszeit, die wir im Westen oder die man als amerikanischen Traum ja auch bezeichnet, die Schwarzen überhaupt nicht vorkommen. Das heißt, das ist eine Zukunft nur für Weiße und am besten auch nur für weiße Einwanderer. Und bei denen funktioniert sie, aber nicht für die schwarzen Communities. Und zwar schon deshalb nicht, weil die nicht auf Individualismus und Wettbewerb ausgerichtet sind. Die sind viel stärker sozial verankert in ihren Familien und haben ganz andere Werte. Und diesen Ellbogen-Durchsetzungsmechanismus wollen sie gar nicht übernehmen. Das heißt aber, dass sie dann zu kurz kommen und sich durch diese Nullsummenspiel des Geldes, um das geht es ja mit dem Reicherwerden, dann immer wieder zurückfallen. Und ihr Beispiel sind dann Wohnungen, die gentrifiziert werden, also Stadtteile, und die ganzen Schwarzen fallen durch das Raster. Und das drücken Sie jetzt aus in den Worten, es wird Ihnen die Zukunft geraubt. Tatsächlich hat dieses vom Geld getriebene Zukunftssystem, hat den Drang, Menschen auszuschließen und ständig Menschen die Zukunft zu rauben. Und wir können auch sagen, das ist dasselbe Problem bei den Migranten, die auf Jahre hinaus parken. Ja, parken, gar kein Leben führen, sondern irgendwo sitzen und warten auf einen Bescheid. Und diese Unmöglichkeit, selber Pläne zu machen, in die Zukunft hinein sich zu imaginieren, also Imagine Communities heißt immer, wir dürfen uns in die Zukunft hinein imaginieren. Das heißt, dieses Imaginieren geht gar nicht. Das ist eine solche Verstümmelung von Existenz und Identität, die einfach durch den Raub von Zeit ständig passiert. Und von so einem Gedanken ausgehend, glaube ich, ist es sehr gut möglich, dann stärker diese Fragen zu stellen, wessen Zeit wird hier geraubt, wessen Zukunft wird eröffnet oder welche wird geschlossen. So wie Sie das ja auch angesprochen haben, dass an die Narrative die Frage zu stellen wäre, wessen Zeit, wem Sie nützen, wen Sie ausschließen. Ja. Sie arbeiten ja, ich habe es vorhin schon erwähnt, seit Ihrer Emeritierung noch mehr als vorher, eben nicht nur akademisch, sondern auch viel, also Sie sind
man hier sagen würde, viel unter den Leuten und reden viel mit Menschen. Was fällt Ihnen dann auf, oder vielleicht können Sie uns anhand von ein oder zwei Projekten, die Sie gerade betreiben, erzählen, wo Erinnerungskultur fruchtbar gemacht wird dafür, dass Menschen eingeschlossen werden, dass es inklusivere Narrative gibt? Also das habe ich ja in meinem Vortrag jetzt schon an Beispielen gezeigt. Ich möchte ein anderes konkretes Beispiel erwähnen. Und es ist alles nicht immer nur Erinnerung, sondern in dem Fall oder Zeit, sondern es ist das Thema Gemeinsinn, an dem wir arbeiten, gerade in Konstanz, mein Mann und ich, und mit einer kleinen Gruppe. Und um nur ein Beispiel zu geben, ich habe durch Zufall einen Menschen kennengelernt, der entpuppte sich als Bürgermeister eines winzig kleinen Ortes. Und der erzählte so interessant, der hat da 16 Jahre als Bürgermeister gearbeitet, da habe ich ihn nach Konstanz eingeladen, mit einer Kollegin sind die gekommen, und dann habe ich den Konstanzer mal ihn sozusagen vorgeführt, und er sollte doch mal erzählen, was er so erlebt. Und dieses Konzept, Gemeinsinn in einem kleinen Ort aufzubauen, und die Menschen so zusammenzubringen, dass sie aktiviert werden. Es hat sich gezeigt, dass also von den Zahlen her über die Hälfte in Vereinen organisiert sind an diesem Ort. Und dass immer, wenn ein Problem auftaucht, immer eine Gruppe sich zusammenschließt, die dann dafür versucht, Lösungen zu finden. Also das ist, glaube ich, der aktivste Ort in Deutschland, dieses kleine Alt-Henkstedt. Sich merken, Alt-Henkstedt. Und das zeigt, dass manchmal an einem kleinen Ort solche Dinge wie in einem Labor passieren, aber meistens gar nicht weiter gesagt werden, denn jeder Ort hat ja seine eigenen Dinge und es gibt keine übergreifende Berichterstattung. Aber dieses Labor Alt-Henkstedt war dann für auch die Konstanzer so anregend, und sie konnten sofort Konzepte übernehmen. Vor allem ist es halt die Grundlage, deswegen nochmal das Wort Gemeinsinn. Dieses Wort verstehen wir in dem Sinne, dass der Gemeinsinn ist der sechste Sinn, der Common Sense, den legen wir aus als den Sozialsinn, den Menschen alle haben. Wir sind mit diesem Sozialsinn geboren. Die Frage, ob wir ihn aktivieren oder wie wir ihn nutzen oder wie wir damit umgehen, ist eine andere. Wir brauchen natürlich auch eine Kultur, in der der florieren kann. Und da ist es schon wichtig, dass wir diese ganz starke Subjektkultur, die wir haben, und dieses Individuum, was gerade im amerikanischen Traum dann noch mal autistischer wird geradezu mit seiner Geschäftigkeit, also ein bisschen zurückfahren und jedenfalls diese verkümmerten Seiten des sozialen Ichs und des Gemeinsinns, die zu entfalten. Und da gibt es eben wirklich sehr, sehr viele Ansatzmöglichkeiten dafür. Sie verwenden dafür eben explizit, wie Sie es auch gerade gesagt haben, das Wort Gemeinsinn und nicht vielleicht sowas wie Zusammenhalt oder Solidarität, was jetzt auch sehr viel unterwegs ist. Aber ich finde gerade dieses Wort Gemeinsinn, deswegen habe ich Sie auch in der Hoffnung, dass Sie das erzählen würden, danach gefragt, ist schon was ganz Besonderes, weil, so wie Sie es beschreiben, es eben etwas dem Menschen naturwesenseigen ist und den anderen Menschen dann eben auch zum Mitmenschen in einer Gemeinschaft macht. Also dass weniger die vielen Individuen nebeneinander, sondern alle Mitmenschen in einem gemeinsamen. Also was mich zum Beispiel wirklich erschüttert hat, war die Entdeckung, dass was in den 20er Jahren alles von der jüdischen Philosophie ausging und auch Staatstheorie und Demokratietheorie, wenn man denen gefolgt wäre, hätte es den Zweiten Weltkrieg nicht geben müssen. Aber leider, nach dem Ersten Weltkrieg hat Hitler sofort mobilisiert und der Krieg wurde nicht wirklich beendet. Und die Gewalt und Carl Schmitt mit Freund und Feind und so weiter, die hatten dann die Oberhand. Aber also Martin Buber 1923, Ich und Du. Und vor allem dann gab es Karl Löwit 1928, ein Heidegger-Schüler, der diesen sehr auch individualistisch-autistischen Existenzialismus von Heidegger völlig umgedreht hat und ein Buch über
der Mensch in der Rolle des Mitmenschen geschrieben hat und der gezeigt hat, dass man den Menschen überhaupt nicht als authentisches oder isoliertes Subjekt betrachten kann. Das ist die deutsche philosophische Manie der Subjekt-Objekt-Gegenüberstellung, sondern dass man den Menschen immer nur als Mitmenschen verstehen kann. Und diese Bedeutung des Eingesponnenseins und diese Verbindung zu pflegen, ohne die können wir gar nicht sein. Und das ist einfach so runtergefallen, das ist wirklich erschütternd. Und wir sind dabei und versuchen das wieder hochzuholen. Und das ist ja im Moment auch für die Naturwissenschaftler absolut aktuell, denn die Neurowissenschaften haben uns ja seit dem Jahr 2000 beigebracht, dass die Menschen von Grund auf empathische Wesen sind. Also das Wort Empathie ist wieder zurückgekommen, und zwar nicht durch die Literatur- oder Kulturwissenschaften, sondern durch die Neurowissenschaften und die Fähigkeiten, die uns eben in sehr jungen Jahren schon zur Verfügung stehen, dass wir uns in das Wissen und Wollen der anderen eindenken können. Wir sind Menschen, die können in anderen Menschen mitdenken, und damit können wir kooperieren und können auch Projekte verwirklichen. Das sind alles großartige Möglichkeiten, die liegen aber brach, wenn wir ein falsches Selbstbild oder Menschenbild pflegen oder es zu ausschließlich pflegen. Möchte ich jetzt auf zwei Begriffe für die uns verbleibenden Minuten noch kommen. Der eine schließt sich an das, was Sie gerade gesagt haben, an, und ich werde auch gleich versuchen, klarzumachen, warum. Ich habe vorher kurz erwähnt, die Ausgangslage für Ihre Beschäftigung mit Erinnerungskultur war der Historiker Streit. Und viel dessen, was mit den verschiedenen Narrativen heute zu tun hat und ihrem Verständnis miteinander, kann man auch unter dem Titel Streit im Sinn einer konstruktiven Auseinandersetzung sehen. Ich weiß allerdings von Ihnen, dass Sie ein sehr ambivalentes Verhältnis zu diesem Begriff Streit haben. Also konstruktive Diskussion ja, aber polarisierende Streits sind ja nicht sehr sinnvoll, nicht sehr zielführend. Wenn ich jetzt ausgehe von diesem gemeinsinnverständigen Menschen, der sich interessiert und Empathie bringt für sein Gegenüber, wie würden Sie sich wünschen, dass die Diskussionen um verschiedene Narrative, die Sie ja auch so oft sehen und begleiten, sinnvoll erstritten werden? Also zunächst mal habe ich natürlich gar nichts gegen den Streit. Ich würde mal sagen, der Streit hat sich total verändert. Den Streit von früher gibt es nicht mehr. Ich sage mal, der Streit des 20. Jahrhunderts, also Hirschmann zum Beispiel, die sagten ja alle, oder Sternberger, natürlich, die Demokratie lebt vom Streit und Streiten belebt, und es ist also wunderbar, wir brauchen diesen Streit. Inzwischen bin ich völlig desillusioniert, was diese Streitfreude angeht. Deswegen haben wir, glaube ich, schon mal gesagt, dass Demokratie lebt nicht vom Streit, sondern vom Argument. Die Frage ist aber noch komplexer. Die Frage ist, wird es gehört oder haben wir auch noch gemeinsame Sprachen? Wir haben ja inzwischen so viele Begriffe, die eigentlich Conversation Stopper sind. Also die, wenn wir diesen Begriff auf den Tisch legen, kann man schon mal nicht mal weiterreden, weil schon klar ist, hier gibt es kein Weiterreden. Also ich glaube, wir haben eine Sprache im Moment, die uns gar nicht mehr erlaubt, weiterzureden. Ich komme jetzt nochmal auf dieses erste Wort Nation zurück. Über Nation können wir gar nicht reden, würde ich mal sagen, uns gar nicht verständigen. Ist viel zu krude und unscharf. Deswegen fange ich ja die ganze Geschichte mit einer Unterscheidung an und sage, nehmen wir doch mal den Begriff auseinander, sprechen wir mal von der Militanten und der Zivilen, oder wie Sternberger das genannt hat, von der Homogenen, das ist die Militante, und der Heterogenen, das ist die zivile Nation. Dann können wir uns natürlich gut verständigen, dann können wir nämlich gemeinsames Terrain von Begriffen aus gewinnen, die jedem anderen auch eingeleuchtet haben. Wenn ich aber jetzt hier am Tisch sitze und mit Leuten rede und dann kommt sofort das Wort Identitätspolitik oder es ist moralisch oder so etwas, dann weiß ich, dieses Wort wird ja eigentlich abgelegt, um zu sagen, hier geht gar nichts mehr weiter. Und tatsächlich ist es so, wir verhärten uns in solchen Pattsituationen,
Und wir müssen erst immer zurückgehen und wieder Worte finden, eine Sprache finden, um das aufzulösen und zu verstehen, an welchem Punkt wir auseinandergegangen sind, um zu sehen, man muss ja nicht zusammenkommen, aber zu verstehen, warum dieser Dissens entstanden ist und warum man vielleicht mit dem Dissens gut leben kann oder nicht gut leben kann. Aber diese Art von zurück zu einer Sprache, die nicht als Waffe und als Schablone, ich meine, es sind ja alles meistens Begriffe, die sind so über und über benutzt, dass man nicht mehr denkend in sie rein muss, wenn man sie benutzt, also die werden ja einfach nur wiederholt. Also. Mit einem Blick auf die Uhr würde ich jetzt nur ganz kurz zusammenfassen, genauso wenig, wie Sie die Nation den Nationalisten überlassen wollen, wollen Sie die Identität den Identitären überlassen. Und eine Debatte ist da, um zu solidarisieren und nicht zu polarisieren, ist eine Zusammenfassung, die Sie vor eineinhalb Jahren mir in dem schon mal gegeben haben. Ich muss mich jetzt leider verabschieden von Ihnen, die Sie via W24 oder YouTube zuschauen. Nächste Wiener Vorlesung am 9. März zum Thema die Zerstörung der Demokratie, Legitimationsmuster des Austrofaschismus mit dem Historiker Wolfgang Madertaner. Für alle, die Sie noch hier sind, die allerletzte Frage, die ich tatsächlich noch stellen wollte, komme ich wieder zurück zum Titel des Vortrags: Kann man die Vergangenheit reparieren? Das Reparieren und die Reparatur ist ja ein Begriff, den Sie zuletzt stark gemacht haben in Ihren Überlegungen, eben nicht nur bezogen auf die Vergangenheit, sondern auch auf die Gegenwart und die Zukunft. Und da würde ich Sie jetzt noch um ein kurzes Wort dazu bitten, das uns auch einen Ausklang in eine zu gestaltende Zukunft gibt. Ja, da können wir noch ein paar andere Re-Worte hinzunehmen. Ich habe gerade gelesen, es gibt diese sogenannten 4 R's. Es funktioniert auf Englisch am besten. Das fängt an mit Reuse. Ja, Moment. Renew, ich weiß nicht. Reuse, recycle. Reuse, Recycle und Repair. Genau. Also es ist jedenfalls, wir können das auch gerne noch erweitern mit anderen Re's, aber der Punkt ist ja der, dass wir uns Praktiken überlegen, die uns wegbringen von einem Zeitkonzept, in dem alles verbraucht wird und ausgehöhlt wird. Ein Zeitkonzept, in dem wir etwas aufbauen, also wieder aufbauen. Repair heißt, mit den Dingen, die wir zur Verfügung haben, sorgfältig umgehen, sie schätzen, sie achten, sie pflegen und diese Haltung zur Welt eben auch nicht nur den jüngeren Generationen geben, die haben sie ja eigentlich schon, sondern die sollen sie auch den Älteren nahe bringen. Und da kämen wir sicher weiter. Liebe Frau Professor Aßmann, vielen, vielen herzlichen Dank. Danke auch Ihnen fürs Dasein. Ich wiederhole es noch einmal, weil es vorher ein bisschen holprig kam. 9. März. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.